So, Hallöchen, herzlich willkommen zurück zur FIFA-Prognose. Borussia Mönchengladbach am 16. Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg. Es wird eine schwierige, es wird eine spannende, es wird... Allmächtner wird es. So, ja, ansonsten Ishak, die hatten Ishak draußen lassen, ne? Das letzte gegen Wolfsburg. Kubo ist momentan auch nichts. Behrens... Weiß nicht, ob er spielt. Wir lassen ihn mal spielen. So, Mühl. Mark Reiter, ja, die könnten wir eigentlich auch drin lassen, ne? Komm und wollen wir es mal. Ich weiß nicht, sollen wir die so lassen? Strelak, Löwen. Rein. Weißt du was? Wir lassen die jetzt mal tatsächlich so. Sally, ne? Komm, wir hauen mal den Sally rein für den Kerk, einfach weil wir es können. Und für den Kubo. Ich weiß nicht, sollen wir es mal so lassen? Ich glaube, wir lassen das jetzt erstmal so. Everton, ja, Matenia. Bredlo. Komm, wir hauen mal einen Klant rein, auch wenn es jetzt sicherlich nicht so kommen wird. Gegen ja Gladbach, denke ich mal. Und ja, Pereira. Hauen wir mal einen Löwen raus und dafür einen Pereira rein. So, und der Rest, hätte ich gesagt, lassen wir mal so. Ich weiß nicht, wie er spielen wird. Ob er auch überhaupt in dieser Formation spielen wird, man weiß es nicht. Ich hoffe natürlich, dass wir so einigermaßen, dass wir das dann so richtig getroffen haben, in Anführungsstrichen. Das pfeift jetzt abseits, oder was? Ich glaube, ich spinne. So, wir machen weiter. 16. Spieltag. Borussia Mönchengladbach gegen am Dienstag geht schon los, genau. Nee, das ist der 16. Spieltag, das darfst du nicht hören. 16. Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach um 18.30 Uhr im Borussia Park zu, ja, Mönchengladbach natürlich. Und ja, sind ja momentan auf dem Abstiegsplatz. Reisebeschwerden. Null Siege, Alter, der Club. Boah, sie mir schlecht. Yes, das nicht. Wir werden absteigen. Wir werden sowieso absteigen, gehe ich mal aus. Davon aus und ja. Hoffen wir aber, dass wir jetzt heute mal wenigstens gegen Gladbach gewinnen. Haben wir schon 7 Spiele lang nicht mehr gewonnen. Nee, schon mehr. Seit 11 Spielen oder so, ne? Ja, furchtbar. Naja, liebe Freunde, wir können gespannt drauf sein heute. Am 16. Spieltag. Der Fußball-Bundesliga. Englische Woche. Denn bald ist Weihnachten. Gratuliere. Geht's dann noch am Samstag gegen Freiburg. Und dann war es das schon mit der Hinrunde, ne? Schaut natürlich dann gar nicht gut aus. Aktuell, ich habe es aber schon gedacht, dass wir auf dem Abstiegsplatz überwintern werden. Ich glaube, da wird sich auch nicht mehr großartig viel tun. Und ja, hoffen aber trotzdem auf eine gute Partie. Der erste FC Nürnberg, wir drücken mal weiter gegen Borussia Mönchengladbach. Liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß, falls Gladbacher auch noch zuschauen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Vielen Dank fürs Einschalten und es kann losgehen. Die Gladbacher natürlich in den Heimtrikots, ganz in weiß, haben Anstoß von links nach rechts. Und wir werden jetzt auch nochmal die Seite werden wir wählen. So, Spielinfo, nee, nee. Los geht's, auf geht's. Gladbach, wie gesagt, von links nach rechts in den weißen Trikots. Und dann ist schon das erste Foul, gibt aber Vorteil. Nürnberg kann erstmal klären. Versucht es jetzt über Kubo. Verliert aber die Kugel. Eieiei, der Kubo, der ist auch nichts, ne? Kommt Männer drauf. Gladbach ja aktuell Zweiter. Wir 16. Ne, 17. sind wir sogar. 17. Yes, das. Haben wir wieder alle am Wochenende hier gegen uns gespielt, ey. Stuttgart gewonnen. Zum Glück hat Hannover verloren gegen die Bayern, ne? So, lang. Obacht geben.
Neuhaus. Nochmal lang. Schön. Obacht. Stindl. Neuhaus. Die kombinieren jetzt. Hazard. Sehr gut aufpasst. Petrak. Ishak. Petrak. Ab geht die Post jetzt. Hopp. Abgeklärt. Oh, gibt Einwurf für Gladbach. 7. Minute. Strobel, Neuhaus. Stindl. Oh. Hazard. Flanke. Erst nochmal abklärt. Janschke. Wenn zu Gladbach wäre auch geil, ne? So eine Karriere zu machen mit Gladbach oder HSV natürlich. So, Flanke, Player, wartet. Nürnberg kann erstmal klären. Verliert aber wieder die Kugel. Wie gegen hier Bayern? Eieiei. Eieiei, wie gegen Bayern, ne? Aber 1:1, wie gegen die Bayern? So, Nürnberg hat aber jetzt die Kugel. Könnte es jetzt vielleicht schnell gehen? Über Mischicchan. Der ist natürlich schnell. Die Flanke kommt, aber wohin denn? Wohin denn? Sehr schön. Und was ist jetzt? Jetzt pfeift der Freistoß für die. Mann, 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 Mann. Junge, Junge. Freistoß für die Borussia aus Gladbach. Wendt wird den Freistoß ausführen. Ja? Braucht aber ein bisschen. So, Ishak. Sully. Ishak wieder. Sully. Ah, lang. Kann sich durchsetzen. Das machen die spielerisch clever. Nürnberg kommt aber. Nürnberg macht Druck. Ah, wieder nichts. Komm, Jungs, drauf. Ah, Gladbach kann sich aber stark befreien. Wendt. Player. Player. Obacht. Vorsicht. Schön ausgetrickst. Wendt. Kommt jetzt. Drauf. Nein. Nürnberg verliert wieder die Kugel. Gladbach bleibt am Ball. Neuhaus. Stindl. Obacht. Eieiei. Nürnberg trischt nur die Kugel weg. Keine. Ja, kein Selbstbewusstsein beim 1. FC Nürnberg heute zu sehen. Zumindest in den ersten 20 Minuten Einwurf für die Gladbacher. Wird erstmal Fehlpass gemacht. Ah, können sich aber den Ball wieder zurückerobern. Nürnberg kämpft aber, Nürnberg drückt aber. Ah, fast. Sehr schön. Jetzt aber drauf auf die Mürde. Kommt. Ah, zu durchsichtig, zu primitiv. Und dann wird hier geblockt. Hazard kommt hin. Sehr schön. Nürnberg bleibt am Ball. Leipold. Wo trischt denn der die Kugel hier? Eieiei, klasse geklärt von Strobel. Jetzt kommen die Gladbacher über Player. Der hat jetzt Platz. Der ist jetzt im Strafraum. Player schwanzt den ersten aus. Player, Obacht. Aha, klasse war das von die Gladbacher. Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Lang. Hazard. Und dann wird geklärt und dann gibt es Abstoß für Nürnberg. Die Stimmung ist hier hervorragend. Die hätten es aber eigentlich dunkel machen können, ne? Muss ich mal sagen, also, ne? Dass das Abendspiel ist. Oh, jetzt schneit es aber bei uns richtig, ne? Ich nehme ja heute am Sonntag auf. Schneit es bei uns, jetzt liegt auch schon fast Schnee da. Ah, Nürnberg. Jetzt, Adler, komm. Jetzt, Adler, muss schnell gehen. Ah, wieder vertändelt die Kugel. Wieder vertändelt der 1. FC Nürnberg den Ball. Jetzt hat er die Möglichkeit vielleicht. Für die Gladbacher. Über Hazard. Über Stindl. Jetzt ist Platz im Mittelfeld. Und dann kontern sie. Wahnsinn. Wie stark die das machen. Player ist außen. Kriegt den Ball. Der kriegt den Ball. Was macht er jetzt? Flachpassspiel. Nochmal Schuss. Und Klant hatten. Und Klant hat ihn. Jetzt hat man aber wieder der Club. Jetzt hat man aber wieder Gladbach. Zakaria. Elvedi. Hazard. Boah, wie die kombinieren. Zucker. Freunde der Sonne, da staunst du. Jetzt kommt Hazard, Torgen Hazard. Abgefälscht. Nochmal und drüber. Drüber. Abstoß. Klasse Parade von Klant, der die Bude sauber hält. Beim 1. FC Nürnberg. Jetzt hat der Club Glück, ey. Gladbach zaubert. Nürnberg mit Glück. Und einem Klant im Tor. Starke Partie.
Obacht, Stindl. Strobel, Stindl, Hazard. Die wissen gar nicht mal wohin. Der Club gibt Einwurf für den ersten FC Nürnberg. Durchatmen. Kommt schon in der 37. Minute. Es steht noch 0:0. Es ist noch alles offen. Uiuiui, was macht der? Mir wird schlecht, wenn ich das schon sehe wieder. Klant. Drisch die Kugel raus. Zum Gegenspieler. Gratuliere, Klant. Zuerst mal wegdrischen hier die ganze Sache. Konter. Konter. Jetzt hat er vielleicht Konter. Jetzt vielleicht Konter unten. Drauf auf die Mutter. Drauf, kommt. Gladbacher, bleiben an der Kugel. Player. Über die linke Außenbahn. Player. Schwanz den ersten aus. Wendt. Stark. Und jetzt hat er vielleicht die Kontermöglichkeit des ersten FC Nürnberg. Auf geht's. Über die linke Außenbahn. Über Mischicchan. Verliert die Kugel. Gladbach wieder am Ball. Es geht schon wieder in die andere Richtung. Aber jetzt kommt wieder der erste FC Nürnberg. Klasse dazwischen gekommen. Jetzt hat er vielleicht die Kontermöglichkeit. Ishak. Sali. Sali. Edgar Sali schießt. Jesus Maria, du. Eines Bundesligisten nicht würdig. Schau nur her, wo der hinschießt. Den muss er mal anders sorgen, dass das Tor das weiße Runde, das weiße Eckige ist da. Oh, jetzt schneit's richtig. Jetzt bleibt sogar der Schnee liegen auf der Straße. Allmächtner da. So, Abstoß. Entschuldigung. Für die Gladbacher. 44. Spielminute. 0:0. Ein glückliches 0:0 für den ersten FC Nürnberg in den ersten 45 Minuten. Wieder ein bisschen Glück. Jetzt auch. Ui. 0:0 in die Halbzeit gehen. Es sei denn, der Club baut wieder irgendwann scheiß. 2 Minuten Nachspielzeit. Weil war eigentlich auch nicht nötig. So, Mischicchan hat die Kugel. Jetzt hat er vielleicht eine Möglichkeit, nochmal zum Abschluss zu kommen. Die Flanke ist gut. Ishak kommt nicht hin. Andre Petrak hat den Ball. Was macht er jetzt damit? Ich hoffe, der bricht sich jetzt keinen Achsen dabei. Ah, und dann pfeift er ab. Da pfeift er ab. Wieso pfeift er da ab jetzt? Beim 0:0. Zwischen Borussia Mönchengladbach und dem ersten FC Nürnberg nach 45 Minuten. Sehr, sehr viel Glück für den ersten FC Nürnberg. Mund abputzen weiter. Wir haben noch 45 Minuten und wir können tatsächlich noch gewinnen. Jetzt konzentriert weiterarbeiten. Vielleicht noch weniger Fehler machen. Konzentriert er den ein oder anderen Angriff starten. Mischicchan, Ishak, Kubo. Ishak, Ishak, gute Möglichkeit. 48. Es läuft doch. Michael Ishak mit dem Außenriss. Dreht er sich weg vom Tor. Und da wäre der Jan Sommer nie und nimmer hingekommen. Erste, sehr, sehr gute Möglichkeit des Club in diesem Spiel. So kann es weitergehen in der zweiten Halbzeit. Abstoß jetzt für Jan Sommer. Haut die Kugel nach vorne. Nürnberg bleibt aber am Ball. Stark, Mischicchan. Behrens, oben. Hobbits. Ja. Petrak, kein Foul. Drauf auf die Mutter. So, Gladbach haut erstmal die Kugel raus. Sehr schön. Nürnberg am Drücker jetzt. In den zweiten 45 Minuten wird Einwurf geben. Mühl. Leibe. Leider vertändelt den Ball. Und es gibt Auswechslung. Fabian Johnson geht, er kommt. Und Asane Player. Entschuldigung, geht raus. So, Einwurf jetzt. Für die Gladbacher. Ja, Nürnberg jetzt mit ein bisschen mehr Aggressivität. Das gefällt mir, was der Club jetzt hier bietet. Aber dann der Fehlpass. Obacht, kein Abseits. Johnson ganz alleine auf dem Weg. Klant, den musst du halten. Schuss, Tor. 1:0 für Gladbach. 54. Spielminute. Ist es bitter. Ist es bitter. Tor in Gladbach. Da waren sie sehr, sehr offensiv davon. Und da kann der Klant natürlich dann nichts machen, Freunde. Da kann er nichts machen. Und dann steht es 1:0. Verdient es 1:0. Auch wenn der Club jetzt in den ersten 7, 8 Minuten in der zweiten Halbzeit doch die bessere Mannschaft war, macht Gladbach das 1:0. Fabian Johnson, gerade ist er reinkommen, du verstehst? Gerade ist er reinkommen. Und schon trifft er zur Führung für die Fohlen. Markreiter, Bauer, Behrens, Mischicchan.
Ishak. Auf Mischichan. Zieh an. Stark. Stark, Mischichan. Die Flanke ist gut. Sally kommt nicht hin. Kommt noch einer vom Club hin? Oder Hazard? Hazard kommt hin. Was macht Hazard? Schnappt sich die Bude. Klasse, jetzt hat er der FC Nürnberg. Komm schon, Junge. Stark. Bauer. Der hat Platz. Jetzt hat er eine schöne Flanke. Das wär's. Und dann geht die Flanke ins Nix. Damit rausgeklärt. Dann gibt es Einwurf für den ersten FC Nürnberg in der 59. Spielminute. Und auch der erste Wechsel. Nee, Quatsch. Der zweite Wechsel. Patrick Herrmann kommt rein und Thorgan Hazard geht raus. Und Otre Petrak beim Club geht raus. Und Patrick Eras kommt nochmal für Petrak. Positionsgetreu, was er beim ersten FC Nürnberg. Jetzt hat er nochmal der Mischichan. Über die linke Seite. Die Flanke ist gut. Da kommt keiner hin. Nur der Torhüter. Nürnberg bleibt aber weiter an der Kugel. Jetzt hat Gladbach den Ball. Jetzt können die, jetzt spielen die natürlich wieder spielerisch. Klasse. Wirklich von hinten raus. Wirklich eine starke Mannschaftsleistung der Gladbacher, muss man so sagen. Gibt es Einwurf? Es gibt Einwurf. Allerdings nicht für den ersten FC Nürnberg in der 63. Spielminute. So, jetzt kommt Pereira rein für den Mischichan. Hm, ob das gut ist? Mischichan ist dann doch immer ein bisschen schneller als der Pereira. So. Auf jetzt, komm Pereira. Zeig, was du kannst. So, von den Werten ist ja Pereira eigentlich besser, ne? Mischichan ist halt übelst schnell. So, die Gladbacher. Bisschen Mittelfeldgeplänkel. Können sich aber gut befreien, wird aber erstmal Fehler dann vom ersten FC Nürnberg. Da kommt er jetzt, der Kubo. Auf Sally. Kubo müsste auswechseln, ne? Aber wir haben ja keinen dementsprechenden Spieler, ne? Oi, 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 gefährlich. Johnson, jetzt hat er wieder ganz alleine. Ein Pass, eieiei, der war stark. Und dann geht er drüber, oi, oi, oi. Patrick Herrmann mit der Riesenmöglichkeit hier. Johnson mit dem Seitfallzieher-Flanke-Ding. Keine Ahnung, was das sein soll. Auf jeden Fall technisch vom Feinsten. Und Patrick Herrmann drischt die Kugel drüber. Ja, Nürnberg für Konter doch sehr einfällig. So, Behrens jetzt raus, dafür den Rhein rein. Ach Gott. Werden dann für den Kubo, ne? Die Kubo ist halt auch schon ziemlich kaputt. So, Pereira. Kriegt natürlich mal wieder nicht die Kugel an den Ball. Stindl. Oh, gefährlich. Wird erstmal geklärt. Und ich ahne Schlimmes, liebe Fußballfreunde, ich ahne Schlimmes, dass es vielleicht in den nächsten 20 Minuten nicht mehr reichen wird, vielleicht für den Ausgleich, für den ersten FC Nürnberg. Jetzt kommt nochmal die Flanke der Gladbacher. Nürnberg kann erst einmal klären, sehr stark. Kubo auf Ishak, ja, verliert wieder die Kugel. Ach, ist das bitter, Freunde. Obacht, die Gladbacher kommen nochmal, aber dann doch auch sehr, sehr harmlos. Gladbach hat ein bisschen mehr Ballbesitz. Aber spielerisch sind es dann doch schon. Ja, jetzt auch nicht Wellen, aber doch. Ja, eine Klasse besser als der erste FC Nürnberg. Boah, und jetzt ist die Straße richtig bedeckt. Ne? Kleines Wetterupdate von draußen, wenn ich so rausschaue. Jetzt haut es aber unter den Schnee da. So, egal. Wir müssen jetzt hier schauen, dass der erste FC Nürnberg nicht untergeht in diesem Spiel. Pereira. Jetzt hat er nochmal der erste FC Nürnberg. Stark. Sally, kommt er hin? Ah, wer da hinkommen? Wenn er 3 Meter schneller gewesen wäre. So, egal. Gladbach kommt nochmal, macht das Spiel breit. Über Neuhaus, der ist auch schon müde. Dann die Flanke nach unten. Jetzt das da, der Johnson. Kriegt die Kugel. Wendt, Flanke. Stark und Klant hatten. Also schlechter als der Madenia und der Ding. Und der Bredlo ist der Klant auch nicht, ne? Der ist zwar schon älter, glaube 35 oder 36. Ah, wieder nichts. Jetzt hat er wieder die Kontermöglichkeit der Gladbacher. Über Johnson. Kann erstmal gestoppt werden. Gladbach bleibt aber an der Kugel. Jetzt wieder Stindl. Wieder schnelle Kombination im Mittelfeld. Nürnberg kann aber erstmal klären und passt mal nochmal sicherheitshalber zum Klant. Hinter der trischt die Kugel raus. Noch 9 Minuten hier in der zweiten Halbzeit. Nürnberg 0:1 zurück gegen Gladbach. Und da liegt jetzt Arne am Boden beim ersten FC Nürnberg. Hoffentlich hat er sich nicht zu stark verletzt. Jetzt hat er nochmal Strobel. Jetzt kommen nochmal die Gladbacher. Komm, steh auf jetzt da. Obacht, Herrmann. Auf der rechten Seite. Flanke nach innen. Flach. Kein Problem, aber für die Abwehr des ersten FC Nürnberg. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir mal schnell machen. Patrick Bauer. Wo flankt denn der hier? Sehr schön. Auf Mischichan. Auf Pereira. Der hat noch Lunge.
Flanke! Oh! Na, das war jetzt doch gefährlicher, als es dann doch vielleicht am Anfang nicht ausgeschaut hat. Jetzt hat er die Kontermöglichkeit der Gladbacher. Die konnte natürlich jetzt Obacht geben. Erst FC Nürnberg kann sich aber erst einmal befreien. Dann versucht es der Club nochmal. Eieiei, jetzt ist ein Hin und Her. Jetzt ist ein Hin und Her hier in der zweiten Halbzeit, in den letzten Minuten, in den letzten Atemzügen dieses Spiels. Die Gladbacher kommen nochmal über Stindl. Die Flanke ist gut, Johnson ist unten. Kriegt die Kugel, Klant hat und jetzt vor alles, komm. Alles vor. Eieiei, Einwurf nochmal, kommt. 90. Auf, Männer. Ah, das ist doch nichts. Gladbacher hat den Ball und das wird's gewesen sein. Wie lange lässt er nachspielen? 3 Minuten lässt er nachspielen. Kommt jetzt, Männer. Hau jetzt die Kugel nach vorne. 0:1 immer noch aus Sicht des 1. FC Nürnberg. Die Gladbacher können das ohne Probleme bisher verteidigen. Jetzt hat er vielleicht nochmal. Nürnberg kriegt die Kugel nicht nach vorne und dann der Fehlpass. Jetzt hat er die Kontermöglichkeit der Gladbacher. Machen das gut. Über Stindl kommt aber auch nicht hin. Und das wird's jetzt wohl gewesen sein, wenn er jetzt nicht schnell und wirklich die Kugel nach vorne haut. Jetzt dann nochmal der 1. FC Nürnberg, aber dann pfeift er pünktlich ab nach 3 Minuten Nachspielzeit. Nürnberg verliert am 16. Spieltag mit 0:1 gegen Borussia Mönchengladbach und das ist bitter, das ist sehr, sehr bitter. Nürnberg wird womöglich auch auf dem Abstiegsplatz überwintern, ganz, ganz bitter. Zweite Halbzeit war dann doch ein bisschen besser, erste Halbzeit Katastrophen, aber dieses 0:1, das muss man sagen, geht dann doch leider so, in Ordnung, in diesem Sinne, liebe Freunde, bis zur nächsten und zur letzten FIFA-Prognose in diesem Jahr. Dann am Freitag um 19 Uhr. Der Club empfängt den SC Freiburg. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Macht's gut. Und ja, drücken wir morgen dem Club die Daumen. Servusler.